Herzlich willkommen zu Pokémon Arceus, Pokémon Legend Arceus, Pokémon Legenden Arceus oder Arceus. Man weiß es nicht, man ist sich nicht einig. Ja, ist heute rausgekommen. Ich spiel's direkt. Let's go. Keine Ahnung, was mich erwartet. Keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich habe alles spoilerfrei erlebt. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist das Reveal-Trailer, da sie gesagt haben, ey, übrigens, wir haben hier so ein 3D-Erkundungs-Pokémon für euch vorbereitet. Und ich sage, mehr weiß ich nicht. Okay, Deutsch. Spielen wir es auf Deutsch? Okay. Spielfortschritt wird automatisch gespeichert. Oh mein Gott! Ist das wirklich noch Pokémon? Wobei, das gab es schon tatsächlich. Gott, bist du es? Gott? Du befindest dich hier in meinem Bereich, einem Ort jenseits von Raum und Zeit. Oh Gott, ich habe so viele Fragen. Warum gibt's noch keine Catgirls? Darüber reden wir gerade nicht. Okay. Ich heiße dich willkommen. Okay. Könntest du mal wenigstens sagen an der Stelle, wer du bist, ne? Sehr höflich und so. Ihr Menschen nennt mich Arceus. Oh, hallo. Ich wollte schon immer mal mit ein bisschen mit Gott abhängen. Nicht schlecht. Fängt direkt an, erstmal mit Gott zu reden. Lass mich dein Gesicht sehen. Ich habe kein Gesicht. Oh mein Gott, ich kann in Männlein und Weiblein sein. Okay. Ich glaube, ich bin die Basic Bitch an der Stelle, ja? Ich bin der Basic Boy. Wie lautet dein Name? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich nenne mich einfach mal Edward. Hat keinen Grund. Hat keinen Grund. Überhaupt keinen Grund, dass ich mich Edward nenne. Nee, nee, nein, nein. Überhaupt nicht. Nein, nein. Ja. Du siehst aber scheiße aus. Danke, Arceus. Danke. Ich gebe mir jeden Tag Mühe. Danke. Wohlan, Edward. Du wirst dich alsbald in einer fremden Welt wiederfinden. Okay. Ich habe Angst. Dort gibt es wundersame Lebewesen. Ach, bist du der Pokémon-Professor von diesem Spiel, oder was? Die Menschen Pokémon genannt werden. Mhm. Mhm. Professor Arceus. Mhm. Okay. Professor. Eduard. Ja, warum musst du noch meinen Namen wiederholen? Findest du den Scheiß oder was? Dein Name ist scheiße. Was? Begegne allen Pokémon. Ist dies getan, so will ich mich dir erneut zeigen. Allen Pokémon begegnen. Mhm. Okay, Pokémon-Professor, damit das ganze Spiel nicht mit mir sprechen will und dann erst, wenn ich alle gefunden habe. Und tschüss. Oh mein Gott. Ich habe ein T-Shirt. Oh mein Gott, ich habe Shorts. Sie sind bequem. Nein, mein Handy. Nein, mein Pokémon-Case-Handy. Strahle? Strahle-Funky? Hallo, liebes Kind. Ich bin es. Gott. Die Flut kommt. Bringen sie alle auf eine Arche. Was? Hallo, Daniel. Lebe wohl, Menschlein. Nimm dieses magische Handy. Ja, und dann Title Card, let's go. Pokémon Legenden Arceus, let's go. Daniel, wie geht's dir? Ich habe gerade ein magisches Handy bekommen. Von Gott höchstpersönlich. Let's go. Wach auf! Wach auf! Ich will nicht aufwachen, Alter. Das war gerade so schön. Oh, hallo. Hallöchen. Lebst du noch? Hallo, ich bin nicht Arceus. Doch bin ich. Eigentlich schon. Ich beobachte dich nur. Wow, ich sitze wirklich hier mit meinem T-Shirt rum und Zeugs, ne? Ha, interessant. Wow, da über dem Berg ist da so ein Wirbelsturm. Es ist so ein komischer Kreisel da. Ich glaube, das sollte sich mal jemand anschauen. Arceus, das Nokia unter den Pokémon. So ist es, Alter. Wenn das Arceus erstmal runterknallt auf die Erde, dann gibt's keine Erde mehr. Ist wie beim Nokia.
Warte, die Musik muss ich mir jetzt aber erstmal kurz mal geben hier. Ich liebe Musik bei Pokémon. Für gewöhnlich. Ist ganz okay. Ist es eigentlich laut genug für euch? Ich gucke doch mal ganz vorsichtig mal nach. Ja, stellen wir es mal auf 40. So, okay. Bin noch kurz mit dir einkaufen, dann bin ich voll da. Okay. Gehst du mit mir einkaufen, Daniel? Hm, hallo. Bin ich erschrocken, als du plötzlich von mir gefallen bist? Ein Glück, dass du noch lebst. Wie bin ich denn runtergefallen? Habe ich das überlebt? Wer sind sie? Hallo. My word, das wollte ich dich gerade fragen. Du bist einfach so vom Himmel gefallen, das sieht man nicht alle Tage. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich habe keinen Namen. Gott hat mir den Namen gegeben, Eduard. Ja, und ich habe ein magisches Handy bekommen. Aber davon abgesehen, deine Kleidung ist wirklich sehr seltsam. Bullshit! Guck dir mein wunderschönes Pokémon-T-Shirt an. Kennst du jemanden hier in der Gegend? Nein. Ja, nicht. Verstehe, du siehst ziemlich verloren aus. Weißt du denn wenigstens, wo du hin willst? Kann ich dir vielleicht den Weg zeigen? Ich weiß nicht. Ich, bin von mir gefahren. Oh, dear! Jetzt höre ich mich ein bisschen an wie James. Woohoo! Prepare for trouble! Du kennst hier also niemanden. Und weißt nicht einmal, wo du die Nacht verbringen sollst. Scheiße, ganz schön in Schwierigkeiten zu stecken. Kannst du überhaupt überleben? Was soll ich tun? Was soll ich nur tun? Ich werde sterben. Mit diesen drei fluffigen Pokémon. Also schön, ich kann jemanden in Not nicht auf den Stich lassen. Bautz! Ich meine, Bautz! Feiri! Ototo! Oh, das hatte ich ja ganz vergessen. Ich hatte gerade meinen entlaufenden Pokémon in der Hand, als du plötzlich von mir gefallen bist. Kurios, als hätten sie es geahnt. Ja, weißt du überhaupt, was Pokémon sind? Guck dir mein T-Shirt an! Let's go! Natürlich! Ein Glück, du bist doch von mir gefallen, aber zumindest scheinen wir vom selben Planeten zu stammen. Eigentlich nicht, aber okay. Dann weißt du also, dass diese wundersamen Lebewesen hier Pokémon genannt werden. Ach echt? Wie lautet dein Name? Ich bin Gottesgesandter, von Arceus Gesandter, heiliger Krieger Eduard. Ja? Und adressiere mich bitte immer genauso. Du heißt also Eduard. Ach mein Gott, warum mein Titel nicht da ist. So einen Namen habe ich noch nie gehört. Aber hat sicher eine tolle Bedeutung. Ja. Ja. Oh, entschuldige, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Lavendel. Ich merke mir das einfach mit Lavendel. Also Laven. Ich bin Pokémon-Professor. Kennst du schon die Welt der Pokémon? Sie verbringen jeden Tag mit Zeit mit den Menschen und kommen sich näher und kämpfen, Pokémon kämpfen und so. Das heißt, ich bin ein Forscher, der mehr über Pokémon herausfinden will. Möchte. Zellos lesen gut? Momentan versuche ich. Oh shit, so schnell kann ich das nicht lesen. Oh mein Gott. Meine lieben Pokémon, warum lauft ihr so ständig davon? Bitte mir die drei zu fangen. Okay. Wartet auf mich. Ich kann das gut, oder? Diese schöne Stimme. Okay. Renn, Kleiner! Renn! Rennen! Okay. Ich hoffe, wir bleiben mit diesem Style hier unterwegs, weil das ist stylisch. Stylisch as fuck. Okay, ich weiß schon mal, wie man kriecht. Auf B. Okay. Ich habe was gehört. Wo ist er? Wo ist er? Der Feind. Wo ist er? Mein Gott. Man hört aber irgendwie irgendwelche Viechergeräusche, ne? Zwischendurch. Ich mach mir doch mal beide Sprecher rein. Mein Handy von Gott! Es leuchtet und gibt Töne von sich. Okay.
Hallo Handy. Ja, mein Lord. Ich habe ein Arceus-Handy. Gibt es das auch, was einem Smartphone ähnelt? Es könnte dein Smartphone sein, aber es sieht anders aus. Du spürst eine seltsame Kraft, die vor ihm ausgeht. Es hat sogar WLAN. Bluetooth hat's auch. Schau aber nicht bei Twitter vorbei. Nur toxische Leute. Auf dem Bildschirm ist eine Nachricht erschienen. Oh mein Gott! Ich vertraue dir dieses Arceus-Phone und folgende Aufgaben an. Begegne allen Pokémon. Bringe sie zur Arche, Eduard. Ja, okay, okay. Na gut. Mach ich das. Bring sie zur Arche. Ja, okay, okay. Ist gut. Ist gut. Verstanden. Ja, ist in Ordnung. Mann. Über diese Götter, Alter, ey. Widerlich. Hallöchen. Oh nein, schon wieder daneben. Ah, mein neuer Freund aus dem Himmel. Ja, ich bin vom Himmel abgestiegen. Jealous? Du hilfst mir doch, oder? Ich habe bereits unzählige Pokémon geworfen, um die Pokémon zu fangen, doch ohne Erfolg. Ich sollte dir also erstmal etwas über die drei Ausreißer erzählen. Das ist Bautz. Bautz kann wie Pflanzen Pokémon Photosynthese betreiben und kämpft mit Hilfe seiner scharfen Federn. Und er sieht verdammt nochmal knuffig aus. Bautz! Feurigel mag ich auch. Das dort drüben ist Feurigel. Die Flammen auf Feurigels Rücken lodern kräftiger, wenn es wütend ist oder erschreckt. Oh mein Gott, er ist mega erschrocken gerade. Ich hab so Angst. Feurigel, so erschrocken. Otterau ist auch cool. Das ist ein cooler Starter, finde ich. Dieses Pokémon beim Teich ist Otterau. Otterau treibt gern schlafend auf dem Wasser und kämpft mit Hilfe des muschelähnlichen Objektes an seinem Bauch. Otterau! Ich meine. Otterau. Ach, noch was. Ich habe vergessen, dir das Wichtigste zu erzählen. Ich bin vom Team Rocket. Und zwar, wie man Pokémon fängt. Ach, Gutchen. Hier hast du ein paar Pokebälle. Die sehen scheiße aus, weil das in der Vergangenheit ist. Und damals gab es halt noch nicht Technologie aus den 4000ern. Die musst du werfen, um Pokémon zu fangen. 50 Pokebälle, Alter. Kriege ich aber ganz schön hinterhergeschmissen hier. Okay. Jetzt auf der Ball, den man auf wilde Pokémon wirft, um sie zu fangen. Wenn man die nötige Material sammelt, kann man sie selbst herstellen. Okay. Cool. Mein Gott. Bist du etwa der Ausgesandte? Und warum rede ich, ohne irgendwas zu sagen? Habe ich etwas gesehen, das direkt hinter dir ist? Vielleicht bin ich tatsächlich James aus Team Rocket. Oh, sorry, das klingt wohl noch nicht als Erklärung. Dann hör gut her. Ich habe vergessen, wie das Intro von Team Rocket geht. Ich sagte ja bereits, dass Pokémon wundersame Wesen sind. Also sicherlich, was an ihnen so wundersam ist. Keine Ahnung. Jedes Pokémon kann auf winzige Maße zusammenschrumpfen. Und dann kommen Pokémon ins Spiel. Sie wurden erst vor kurzem erfunden. Wenn man einen Pokéball auf ein Pokémon wirft, wird es ganz klein und passt dort hinein. Und damit hat man schon ein Pokémon gefangen. Ach so. Wie ist das so mit Schwächen oder so? Statusveränderung oder was? Muss ich da... Jetzt gibt es halt niemanden, den ich darum bitten könnte. Bitte hilf mir, meine drei Ausreißer wieder einzufangen. Pokémon zu fangen, musst du sie anvisieren und dann einen Ball auf sie werfen. Ganz einfach. Naja, ich selbst treffe dabei leider nur selten ins Schwarze. Oh, Versager. Du kannst Pokémon fangen, indem du Pokémon auf sie wirfst. Halte ZR gedrückt, okay? Um einen Wurf vorzubereiten und zu zielen. Du kannst bewegen und damit rechten den Stick deine Wurfrichtung anpassen. Okay, alles klar. Wenn du ZR da wieder loslässt, wirfst du den Ball. Triffst das Pokémon, steht die Möglichkeit, dass es gefangen wird. Natürlich umentscheiden, um doch keinen Ball werfen wollen, dann drückst du B. Okay. Okay, okay. So, jetzt wo ist jetzt mein Bautz? Ja, scheiß auf Feuerriegel. Ich mag Feuerriegel. Wo ist mein Feuerriegel? Feuerriegel, Feuerriegel. Wo ist denn mein Bautz? Das mag ich viel lieber. Da hinten ist ein Bautz! Ich hab's gesehen! Mit meinen eigenen Augen. Ich bin da. Komm her. Bam! In dein Gesicht! Boom, Headshot! Let's go! Bautz gefangen, easy. Du hast das Pokémon gefangen! Scheint der Natur zu sein im Ort. Eine Begabung fürs Fangen von Pokémon ist sehr nützlich, wenn man hier lebt.
So, zwei entlaufende Pokémon übrig. Ich muss sagen, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass du überhaupt keine Angst vor Pokémon zu haben scheinst. Otero, ich krieg dich! Fang. Bam ans Gesicht! Boom, Headshot! Süß, okay. Fantastic, Edward! Fantastic! Einfach fantastisch. Dabei gibt es so viele Pokémon, die Angst davor haben, sich so viele Leute, die Angst vor. Mein Gedanke, mein Kopf. Die Angst davor haben, sich Pokémon auch nur zu nähern. Geschweige denn, sie zu fangen. Pokémon finden doch. Mach dich auf die Suche und halt deinen Pokémon bereit. Entschuldigung. Oh ja, Planschi, Planschi! Verriegel, ich werde dich finden. Und ich werde dich fangen. Da ist er ja. Okay, warte. Dich erwische ich noch kleiner. Dich. Boom, Edger! Ich hab, glaub, seine Nase erwischt. Oh, das passiert schon mal. Pokémon zu werfen, dass sich das Pokémon garantiert fängt. Versuch es einfach nochmal. Ich bin so enttäuscht, ich hör mal auf. Ich tätze hier das Spiel jetzt sofort. Boom, Edger! Los! Akzeptiere meine Liebe! Easy! Okay. Vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen. Die Sache ist die. Diese drei Pokémon sind gerade erst zu Forschungszwecken ins Dorf gebracht worden und hören noch auf niemanden. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber so hastig, wie sie aus dem Dorf gestürmt sind, konnte man fast denken, dass sie von deiner Ankunft wussten. Was ist eigentlich mit dem Wirbelsturm über dem Vulkan? Willst du mal darüber reden? Soll man da vielleicht mal danach gucken? Oder soll man das ignorieren weiterhin? Ein Umgang mit dem Pokémon hat mich ganz schön beeindruckt. Du bist gerade erst hier angekommen und zeigst schon solches Können darin, Pokémon zu fangen. Woran liegt das nur? 25 Jahre Pokémon-Spiele gespielt? Es kommt mir vor, als gäbe es einen bestimmten Grund für dein Erscheinen hier. Ich hab ein Handy! Oh mein Gott, du hast ein Handy! Oh mein Gott! Begegne allen Pokémon. Das ist also ein Arceus-Phone, sagst du. Das ist ein merkwürdiges Ding. Es scheint fast so, als würde es dich leiten. Ja, es ist vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich möchte dir etwas erzählen. Geh nicht auf Poké-Tinder. Geh niemals auf Poké-Tinder und geh auch nicht auf Poké-Twitter. Geh auch niemals auf Arceus-Book. Halt dich fern von diesen Orten. Mein Traum ist es, den ersten Pokédex für diese Region zu vervollständigen. Weißt du, was ein Pokédex ist? Es handelt sich dabei um ein wundervolles, monumentales Forschungsobjekt, bei dem alle Pokémon registriert werden sollen. Aber um Pokémon richtig registrieren zu können, müssen sie gefangen werden. Ein Pokémon wurde auch erst kürzlich entwickelt, daher gibt es nicht viele Leute, die gut genug mit ihnen umgehen können, um Pokémon zu fangen. Okay. Dann tauchst du plötzlich hier auf, mit einem Talent zum Fangen der Pokémon. Du willst allen Pokémon begegnen und ich möchte allen Pokémon fangen. Wir können uns gegenseitig helfen. Die Logik habe ich nicht ganz verstanden. Was sagst du? Wollen wir für uns zusammenschließen? Ich verwechsel ab und zu mal die Stimmen. Ich weiß zwar nicht, wer du bist und wo du herkommst, aber ich vertraue dir vollkommen. Aber wenn du mir dabei hilfst, den Pokémon zu verstehen, vorstellen, bist du mir mehr als willkommen. Excellent! Dann lass uns erstmal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Bist ja auch noch Essen, Kleidung und eine Unterkunft für dich finden. Wer braucht schon Essen, Kleidung und Unterkunft? Folge mir, bring dich direkt zum Jubeldorf. Jubeldorf? Jubel. Oh mein Gott, was ist das für ein Wirbelsturm? Werden wir ihn jetzt endlich beachten? Wir haben den Wirbelsturm beachtet, Jungs! Sieht ein bisschen aus wie aus Sonne und Mond, diese Portale, ne? Hm. Okay, interessant. Oh, wir waren aber schnell im Dorf. Seid gegrüßt und wie immer vielen Dank für euer wachsames Auge. Dieser junge Mann und meinem Pokémon hat mir und meinem Pokémon einen großen Dienst erwiesen. Deswegen möchte ich ihn ins Dorf einladen. Ich bin Professor und damit habe ich das Vertrauen der Leute hier. Ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, kann ich dir noch nicht sagen.
Übrigens, hast du diesen Wirbelsturm bemerkt? Ja? Ja, das Ende ist nahe. Okay. Puff. Okay. Ist dir übrigens aufgefallen, dass das hier ein japanisches Setting ist? Mhm, das gefällt dem Zellos, oder? Ja. Geht es lang? Bitte folge mir. Ich habe Angst. Das ist der Galaktik-Expedition zu verdanken, dass auch so schnell kann ich den lesen. Wir befinden uns gerade auf der Fleetstraße. Wo kommt der denn her? Warum schaue mich alle an, als ob ich so ein Tourist? Das Dorf wurde erst vor 2 Jahren gegründet und es fehlen noch so viele helfende Hände. Was ist so eine Beklage? Da werden nur wenige über die Pokémon hier wissen, trauen sich nur wenige in das Dorf zu belassen. Oh mein Gott. Das Gebäude, das am Ende der Straße erparkt ist, der Galaktik-Hauptsitz. Team Galaktik! Oh! Hoch geht's, hätte ich jetzt fast etwas vergessen. Ich muss schnell Bericht darüber erstatten, dass wir die entlaufenden Pokémon erfolgreich wieder eingefangen haben. Könntest du so lange im Speiselokal auf mich warten? Das Speiselokal. Es nennt sich Heiße Kost. Du findest es auf der linken Seite, wenn du diese Brücke überquerst. Vertraue diese Menschen nicht. Bring die Pokémon zur Arche. Ich werde auf irgendwas reagieren. Ja, dann weißt du den Weg zum Zielort. Oh mein Gott, das hat sogar ein GPS! Holy fuck! Ich fühle mich ein bisschen wie bei diesem komischen Anime, wo die alle ein Smartphone noch dabei haben und hyperintelligent sind. Ich laufe im Dorf erstmal rum. Kann ich eigentlich schwimmen? Ich möchte schwimmen lernen. Nein, ich möchte ins Wasser. Nein, keiner meiner Knöpfe reagiert drauf. Kacke. Ich möchte so gern sterben im Wasser. Hallo, Naban. Ich habe das Meer durchquert, um über meine eigene Felder bauen zu können. Damit die Felder beiklingt, muss ich dafür sorgen, dass es auf der Achse sicher ist. Roman. Jubeldorf sieht aus. Also auch so seltsame kleine Gestalten wie ich. Aber was? Oh mein Gott! Ich habe ein T-Shirt an! Fürchtet mich! Fürchtet mich und mein T-Shirt! Warum spielst du eigentlich die Gegenversion auf? Das sieht das bestimmt viel besser aus! Ach, Daniel! Ich mag einfach die Gegenversion, ist einfach viel schöner, weißt du? Die hatten noch ein Smartphone, weißt du? Die Switch-Version hat das nicht. Da gibt's nur eine Schriftrolle, eine magische Schriftrolle. Ja. Da. Ich gehe mich umschauen, denn mein Smartphone leitet mich. Ist bestimmt etwas Gutes, was man mal einfach mal so raushauen kann, wenn man mal durch die Gegend läuft und einfach mal so ein bisschen anfängt zu singen, so von wegen so hier. Ich laufe hier rum, denn mein Smartphone leitet mich. Warum bist du so stylisch? Warum ist sie so stylisch? Mein Gott, ist die süß. Okay. Hallo Opa. Oma, Entschuldigung. Lalala, ist das hübsch hier. Och, ist ja noch Baustelle hier, Alter. Ist ja Feuer runtergekommen, Alter. 2 Jahre gibt's das Dorf und die konnten nicht mal ein Gebäude fertig bauen, ey. Was ist da los, Junge? Was ist da los? Kurz und mal nach Jubeldorf gezogen. Coole Brille. Ich möchte auch eine Brille haben. Wo kriegt man die? Dank meiner Gespräche mit den anderen Bewohnern habe ich schon viel gelernt. So viel gelernt. Nein, ich gehe da noch nicht hin. Alter, als ob ich was essen will, Alter. Als ob ich was essen will. Als ob, Alter. Als ob. So, jetzt quatschen wir erstmal die ganzen Leute an. Oh, was ist denn das für Feines hier? Der Glücksschrein beschützt Jubeldorf, da sind wir von ihm Dank verpflichtet. Vielleicht ist das eine lustige Sache hier. Oh mein Gott, die betteln sich! Opferhörnchen, ich habe Opferhörnchen entdeckt! Los, Opferhörnchen, mach das Viechblatt, los! Let's go! Oh mein Gott, es gibt hier ein Opferhörnchen. Ist die größte Frage, einfach. Bah, es ist halt einfach eine Frechheit, dass die größte Marke der Welt damit durchkommt. Ich habe allerdings das Argument, muss ich sagen,
wenn man Pokémon wegen der Story, wegen der Grafik spielt, dann macht man eh ein bisschen was falsch. Aber ja, die Leute sind nicht zufrieden mit der Grafik. Ich kann es jetzt noch nicht so wirklich sagen an der Stelle. Ich habe gerade erst angefangen, aber find's okay. Ich find's okay. Ich würde es jetzt auch nicht großartig anders haben wollen, tatsächlich. Ich hoffe wenigstens, die Performance ist gut, der Soundtrack ist gut. Bis jetzt gefällt mir das prinzipiell ganz gut. Vorsichtig gehalten an der Stelle. Aber ja. Jetzt gehen wir erstmal was fressen. Da gibt's so einen coolen Koch. Mit einem grünen Schnurrbart. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin Yoda. Hallo, ich bin der prähistorische Yoda. Dieses Lokal ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Los, verschwinde jetzt. Ich bin ein Niemand. Oh, wer bist du denn? Kleidung wie deine habe ich noch nie zuvor gesehen. Diesen dünnen Stoff können dir Pokémon leichte Verletzungen zufügen, weißt du? Naja, wenn der Wachposten dich durchgelassen hat, muss dich jemand im Dorf kennen. Hi. Ist der Name Laven? Ja, wie Lavendel. Kenne ich. Er ist ein Professor aus der Region. Ich dachte, das wäre eigentlich eine Pflanze. Okay. Ihm laufen ständig seine Pokémon davon. Dann ist es nicht besonders vertrauenserweckend. Aber ich sollte mir wohl lieber an meine eigene Nase fassen. Ich musste tagelang das Bett hüten, weil mich ein Pokémon der Attacke Donnerschock erwischt hatte. Das ist nicht schön. Das ist genau wie Lumia gesagt hat. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und sie heißt Lumia, okay. Süß. Lumia als Name. Finde ich süß. Professor! Hallo. Aber mach dir keine Sorgen. Eduard hier wird uns ab jetzt helfen. Und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Hoffnung verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Was reden Sie da? Jesse? James! Sie wollen ihn doch nicht etwa in den Forschungsturm aufnehmen? Ohne die Erlaubnis von dem Kommandant Celestis? Okay, Celestis, okay. Dürfen Sie gar keine neuen Mitglieder anwerben? Ich gestatte es. Kommandantin Celestis! Oh, hallo. Hallo. Irgendwie der verschlafene Fischblick, ich weiß nicht, aber der Rest. Hallo. Sofern er über die notwendigen Fähigkeiten für den Forschungstrupp verfügt. Bin Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps der Galaktik-Expedition. Team Galaktik, let's go! Und jetzt essen wir zusammen. Ich habe von Professor Laven gehört, wie du die entlaufenden Pokémon wieder eingefangen hast. Warum gebe ich ihr eigentlich eine so tiefe Stimme? Deine Fähigkeiten suchen. Nein, mein lieber nicht. Dafür gestellt werden wir dir im Gegenzug Unterschlupf und Verpflegung bieten. Warum sehe ich eigentlich aus wie der Boss von Team Galaktik? Ha. Überlege ich gerade echt. Das sind nach Vorfahren, ha? Du scheinst mir um die 15 Jahre alt zu sein. Nee? Eigentlich nicht. Okay, ich bin 15. Also kannst du auch wie ein Erwachsener für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Puh, das ist Verantwortung, let's go. Doch du solltest wissen, dass wir einen Fremden wie dich nicht einfach so einstellen. Erstmal geht's um die Feuerprobe. Erstmal Sake. Morgen wartet deine Prüfung auf dich. Mit Sake. Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag. Team Rocket, nicht wahr? Kommandantin, möchten Sie nicht mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unseren Besucher. Ja, warum siehst denn du so scheiße aus zum Beispiel, wird sie wahrscheinlich direkt fragen. Was soll dieses scheiß T-Shirt? Ich verzichte. Beim Essen ziehe ich es vor, ungestört zu sein. Ciao, du Süße. They hate to see me going. Oh, dear. Eigenbrötlerisch wie und je. Mehr und mehr macht das wollen wir. Also ran an den Speck. Also dann, also alles weitere besprechen wir am besten bei einer Mahlzeit. Schön. Hallo Mubeshi, nehme mir immer die Kartoffelmochi. Heute aber 3 Portionen, bitte. Verdammter Fresssack, Alter. Klar spielt man das nicht wegen der Grafik, aber etwas Mühe kann man sich schon geben. Hoffen wir, das Gameplay stimmt. Ja, sehe ich genauso. Das Gameplay muss passen und der ganze gesamte Rahmen sollte passen. Und der Rest interessiert mich dann auch eher weniger. Vielen Dank. Ich meine, Nee, doch, ich bin richtig. Vielen Dank, Mubeshi, denn Kartoffelmochi sind köstlich wie immer. Mochi lecker sein, ja?
Professor Lavin, wo sind Sie überhaupt auf diesen Fremden gestoßen? Er ist vom Himmel gefallen, als Gottgesandter von Arceus, höchstpersönlich, mit einem Smartphone. Und er ist aus dem Loch im Himmel gefallen. Du weißt schon, den Riss in Raumzeitgefüge. Ist das in dieser Welt einfach so ein Ding, das passiert so mal ab und zu, weißt du? Ach ja, guck mal, da drüben, schon wieder ein Raumzeitgefüge. Ah, scheiße. Ah, guck mal. Ach nee, das ist auf meinem Teller gelandet. Ah. Das passiert so einfach, ne? So ein Riss im Raumzeitgefüge. Ne? Ist okay. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Mhm, ist mein Ernst, hm? Ich bin Wissenschaftler. Behauptest du zumindest. Meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten und herauszufinden, welchen Regeln sie folgen. Und für mich zählen nur Fakten. Was zeige ich mir der Mütze auf sich? Es ist allgemein bekannt, dass es hier in der Isui-Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, sie leben überall auf Wiesen, Wäldern, an der Küste. Und als Mitglied der Forschungstrupps ist es unsere Mission herauszufinden, was für Lebewesen sie sind. Genauso ist es. Alles ist sicher. Ich meine, alles ist sicher. Pokémon können einem wirklich Angst machen. Besonders, wenn sie 30 Meter groß sind, furchterregend sind und Feuer speien können. Habt ihr schon mal von Giga Dynamax gehört? Ja, scary shit. Man weiß nicht genau, über welche Kräfte sie verfügen und was sie damit anstellen können. Vieles ist noch unerforscht. Und hier kommt Eduard ins Spiel. Haha, sehr schön. Ihr ist es gelungen, 3 Pokémon einzufangen. Hörst du? Ganze 3 Pokémon hintereinander. Oh mein Gott. This bad boy. This bad boy can capture so many Pokémon. That's incredible. Einfach unglaublich. In der Galaktik-Expedition gibt es niemanden, der über ein solches Fangtalent verfügt. Bin auch ein Gesandter von Gott. Hallo. Mit seiner Gabe können wir endlich unsere Untersuchung starten. Drei Pokémon. Wilde Pokémon sind so angriffslustig, dass wir froh sind, wenn es uns gelingt, auch nur ein einziges zu fangen. Nun ja, die Pokémon, die zum Strand geflohen sind, waren ehrlich gesagt nicht besonders aggressiv. Doch das Wichtigste ist, dass sich unser Freund hier den Pokémon ohne Angst nähern konnte. Und dadurch war es ihm möglich, vor dem Wurf gut zu zielen. Yoda, stimmt im Moment. Ihr vom Forschungstrupp. Habt ihr wirklich die Mühe, unbekümmerte Fremde einzuladen und euch den Bauch vollzuschlagen? Die Kommandantin hat da drin gerade 10 Portionen Kartoffelmutschi verdrückt. Wow, die kann essen, die Alte. Wow, heiß. Das macht sich sicher aus Frust darüber, dass es mit der Vervollständigung des Pokédex so schleppend vorangeht. Das Wurstessen von Kommandantin Celestis wird bald ein Ende finden. Greif zu, Eduard. Weil, wenn du der Galaktik-Expedition beitrittst, dann wirst auch du das Raumzeitkontinuum durcheinander bringen. Brauchst du dir um Verpflegung und Unterkunft keine Sorgen mehr zu machen. Selbst wenn du vom Himmel gefallen bist. Geil. Ich finde aber, es ist eine sehr inklusive Gemeinschaft. Ne? Selbst jemand, der vom Himmel fällt, wird hier akzeptiert. Diese dreckigen Leute aus dem Himmel. Ein wahrer Gabenspaß war das. Ja, das ist nach einer Gabe. Denken Sie wirklich, dass es gut geht? Jedoch muss erst die Prüfung bestehen, bevor er den Forschungstrupp beitreten kann. Bei seinem Können mache ich mir keine Sorgen. Er wird ganz sicher bestehen. Und dann werden wir einen eigenen Staat kreieren. Ich hoffe, Sie behalten recht. Eduard war sein Name. Was für ein komischer Name. Zellos ist genauso merkwürdig. Was ist da los? Gentle Idiots, noch nie gehört. Heute kannst du in unseren Quartieren schlafen. Oh mein Gott, ich krieg eine eigene Bude. So, solltest du die Prüfung nicht bestehen, musst du außerhalb des Dorfes leben, wo dich im schlimmsten Fall ein qualvoller Tod erwartet. Wow. Wow, dieses Spiel ist einfach no shit, sagt dir, Alter, wenn du da draußen lebst, kannst du sterben. Fuck. Bisher wurde ich nur einfach ohnmächtig und hab die Hälfte meines Gelds verloren, also... Kommandant des Celestis ist unerbittlich. Genau wie in dieser Welt, wie die Wildnis hier in Hisui. Sie will keine Schwäche zeigen. Schließlich geht es ihr darum, uns alle zu beschützen. So, mein Freund aus dem Himmel, ich hoffe, du fällst nicht auch noch aus deinem Bett. Haha, Scherz beiseite. Ich wünsche dir eine gute Nachtruhe. Haha. Habt ihr verstanden? Ich bin Mickey Mouse. Gute Nacht.
Ciao. Ein Mensch, der aus dem Riss im Himmel gefallen ist. Die Welt ist voller Rätsel. Ja. So ist es. Ich hab Angst. Geh mir pennen. Ich hab Angst. Pennen.